Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Texted. So, ich habe zwischen der letzten Folge noch schnell eine Kleinigkeit zu essen gesucht, weil wir echt kurz vorm Verhungern schon wieder sind. Langweilig. Deswegen, wir gehen mal schnell zurück. Ich habe auch schon wieder entweder sind die Tage voll kurz oder mein Tag-Nacht-Rhythmus-Gefühl ist komplett im Arsch. Ach, da vorne, ist das Loch zu unserer Farm runter. Warte, ich kann es euch zeigen. Da. Da geht's Loch runter. Ich würde nicht gerne in der heutigen Folge erstmal das Teil hier dann wahrscheinlich abreißen und dann das Dach wieder vervollständigen, damit wir oben unser Bett dann später reinstellen können mal. Jetzt hätte ich aber gern erstmal unsere Notrationen, denn wir sind kurz vorm Verhungern schon wieder. Was ich mir überhaupt nicht erklären kann, dass wir dauernd halt verbitten. Aber was soll's. Bedeutet, wir müssen jetzt den Bereich... Upsala. Neben uns, fertig machen dafür. Und einzäunen. Aber dafür haben wir ja jetzt Tonnen von Fairlock. Fairlock in Massen. Oh, warte mal. Jetzt sollte ich davor ein bisschen was aufräumen, was ich jetzt gefunden habe. Und jetzt sollten wir auch schauen, wie viel wir überhaupt jetzt an verschiedenen Sachen haben. Uppala. Wir haben nicht eine Masse. Mittlerweile. Eine richtige Masse. Ich werde einfach links, rechts immer vier. Ah, schauen wir mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt haben wir genug Platz für die Flex, ne? Gut. Weil wenn ich das jetzt hier mache, dann kommen tonnenweise Sticks raus. Wir brauchen ja die vielen Sticks. Oh, ne, warte, hä? Oh, sag nicht. Sag nicht, das ist schon übernommen worden vom Neuen. Warte mal, so. Oh, scheiße, das war andersrum. Schlauer, scheiße. Mann, jetzt habe ich tonnenweise Sticks und kann sie wahrscheinlich nicht mehr gescheit verwenden. So. Klar, es sind schon einige Sticks, aber jetzt auch nicht so viel, wie ich unbedingt haben wollte. So. Ich würde das gerne auf der Seite hier anbauen. Wir tun hier, dass wir die flacher machen. Und dann direkt ins Haus anschließen, dass ich vielleicht eine Tür vom Haus direkt in den Garten machen kann. So, dass ich auch nicht beschossen werde unbedingt jedes Mal, wenn ich in den Garten gehen will. Aber der Garten muss auch eine dementsprechende Größe haben, ne? So. So. Oh, es wird echt schon wieder Nacht. Ein Dreck. Komm, die eine Reihe schaffen wir noch so. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Komm, es gleich. Links. Rechts. Links. Okay, rechts. Links. Links. So, jetzt haben wir wieder tonnenweise von dem Zeug. Und damit können wir dann hier vorne auffüllen. Und es muss natürlich gleich ebenig werden, ne? Sonst ergibt es natürlich gar keinen Sinn. Und da ich eh viel Erde habe, einfach mal gemütlich auffüllen. So, bis hier vorne würde ich einfach mal sagen. Da machen wir dann irgendwie einen Steinmauer hin, damit es realistischer ausschaut, dass wir so vielleicht die Erde runterdrücken oder so. Aber da lasse ich mir noch was einfallen. So. Jetzt ist es Nacht und jetzt hoffen wir mal, dass wir unser Bett machen können. Weil das wäre Genius. Kommt, seid gewachsen. Yes, der erste, der zweite. Was ist sonst noch ein? Ne, die anderen sind noch nicht so weit. Aber das reicht vollkommen. Wir können endlich, wir haben hier ein Bett. Es hat so lange gedauert. Ein Jahrzehnt haben wir gewartet auf diesen Moment. Wir haben ein weißes Bett. Und das stellen wir jetzt eiskalt einfach mal hier hin und gehen schlafen. Yes, endlich! Gottes Willen! Hat lang genug gedauert. Und die Viecher sind schon gespawnt gewesen. Nice. Wir hatten noch irgendwo sicherlich Erde. Hier, 21. Zwar nicht so viel, aber das ist etwas. Das Skelett bringt uns wieder
Es ist Ruhm und Ehre und es ist ein verzaubertes auch noch dazu. Wow! Holy shit, nope, das tue ich mir nicht an. Horror-Skelette, Okay, das ist eine uncoole Sache. Das ist so verzaubert wohl. Ultra hungrig Skelett der Lebenszwillinge. Schwäche, Erschöpfung, feuerige, regenerierende Pionier. Nein. Fucking shit of hell. Er hat 60 Leben. Au. Ich wollte doch bloß mein. Wird wahrscheinlich sofort wieder auf mich triggern, oder? Nee, nicht mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der direkt auf mich wieder triggert. Und dann wäre ich schnell down gegangen. Frage ist, mache ich hier einen Abgrund? Nee, hier mache ich noch einen. Obwohl, das kann ich nachher so als Abgrund nehmen, damit ich hier eine Kante reinmache, ne? Ich mache mal hier das weg. Und dann würde ich nicht hier sozusagen eine Art Kante reinsetzen, die dann hier anfängt. Wie lange haben wir das Skelett vor der Tür jetzt? Weil das hat ordentlich Damage gemacht. Also so ungefähr wird es dann sein. Oder wir tun hier dann aber den Zaun drüber setzen. So. So. Bloß da kommt halt dann runter eine Steinmauer, aber das kommt ja noch. Mir wird das Wasser dann sozusagen abfließen lassen, wieder da ins Meer rein oder so irgendwie. Halt, dass es cool ausschaut. Ich muss gerade aufpassen, damit der mich nicht sieht. Von dem Skelett hätte ich irgendwie dezent Respekt. So. Da ist das Ende. So. Und da muss jetzt dann... Haben wir da eine Mitte? 1, 2, 3. 2, 3, ja, das ist doch gut. Dann sagen wir sozusagen... Welchen? Was können wir denn hier einen Eingang machen? Liegt da drunter was aktuell? Wenn ich jetzt hier frei klöppel? Nee, da liegt nichts perfekt. Da liegt nur unser Bett. Das können wir nochmal abbauen. Dann machen wir den Zaun hier zu. Rein theoretisch können hier nur noch Spinnen rein nachts. Und dann würde ich jetzt sagen, wir tun mal schnell eine Schaufel machen. Da lassen wir uns jetzt nicht lumpen, wir machen eine Steinschaufel. Ich habe viel zu viele Stöcke gemacht. Viel zu viele Stöcke. Hier angefangen. So bis hier. Und der ein Endstein und der Anfangstein soll fester Stein werden oder sowas in der Art. Und da wird es gleich dazu zu machen. Nehmen wir mal Stein. Hier so. Hier so. Ein Schüssel haben wir noch nicht, alles werden wir in Zukunft immer machen. Ich glaube, das wird reichen. Jetzt bin ich wieder voll. So. Da muss ich dann einen bestimmten Punkt nachher einfüllen, aber das hat sich ja dann wieder. Das können wir jetzt bestimmen, ne? Also müssen wir einmal hier einfüllen. Einmal hier einfüllen. Einmal hier. 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 Und hier. Gut. Wir machen uns schnell einen Eimer. Einen Eimer dafür. Oh Gott, ich habe so viel im Inventar irgendwie. Mal, du kommst hier rein, du auch. Und ihr auch mal. Eieiei, ich habe ein Inventarproblem aktuell. Nicht unbedingt ein kleines. Würden wir vielleicht als erstes mal schnell runterkommen, machen wir hier ein Loch rein. Wir müssen ja nur zwei, weil das passt mir gerade gar nicht. Das hat mich die ganze Zeit schon gestört, ne? So, einmal hier.
Einmal noch schnell Wasser holen. Einfüllen. Dann kann ich das Ganze schon mal rausholen. So, und jetzt ist das Wasser ruhig. Jetzt können wir hier den Zaun wieder zumachen. Und den Deckel drüber machen. So. Vielleicht kriegen wir nachher noch flachere Steine. Das wäre praktisch. Im Grunde nur, dass ich hier zum Beispiel jetzt nicht unbedingt draufspringe aufs Zeug. Und nicht eventuell außerdem das Essen kaputt mache. Das ist der Plan, warum das jetzt so ausschauen soll. So. Lass das mal bis hier, weil ich glaube, so viel haben wir jetzt auch nicht. Ich glaube, wenn wir immer am Anfang erstmal von allem drei anbauen, wird das schon reichen. So. Dann müssen wir unser Inventar mal irgendwie leeren. Irgendwann eine Goldkiste oder eine Platinumkiste. Ich habe keinen Platz mehr in dem Drecksinventar hier. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Wir tun einfach mal die ganzen Sticks zum Verbrennen rein. Das war ein Fehler und den muss ich jetzt bereuen. So. Ah, Fackeln können wir noch draußen aufstellen, ne? Also wir sagen am 2. Irgendwo hier. Und hier in der Ecke. Dann ist das nämlich schön beleuchtet. So. Dann holen wir jetzt mal den ganzen Futterkram. Fangen wir an mit 3x Mais. 3x Gurke. Ich würde mal die Sachen, die wir schon haben, tun wir hier unten hin. Von den 3 Stück. Aber ich tue mal ein bisschen was umräumen. Ich habe gerade echt null Platz im Inventar. Das Bett. So. Dann die 2 Erdbeeren. Pastinaken nehmen wir mit. Die Antischocken. Den Kopfsalat. Die Kartoffeln auf jeden Fall. Okay, dann fangen wir mal an. Kann ich dich so anpflanzen? Yes, das geht. Gurke auch? Jawohl. Muss ich die gar nicht umwandeln? Ja, schaut gut aus. Machen wir die hier vorne. Da haben wir Antischocken. Kopfsalat. Das Zeug wächst auch dementsprechend schnell, das ist gut. So. Senfkörner können wir mal anbauen. Cotton Seeds. Cotton habe ich schon. Chilischocken. Knoblauch. Von denen habe ich zu viele, aber davon machen wir auch mal 3 Stück. Der Lauch hier. Der Kohlrabi. Winterkürbis, Bohnen und die Erdnuss. Dann müssten wir rein theoretisch alles haben, oder? Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass der schon fertig ist. So. Frühlings. Die 3 von dem hier. Die 2 von ihm. So. Es wächst aber sehr gut, das muss man lassen. Dann haben wir jetzt unseren kleinen Garten schon mal wenigstens fertig. Also das hat, finde ich, schon mal etwas. Der Garten. Hat, da sollten wir vielleicht noch eine Tür. Haben wir nicht noch auf Vorrat Türen irgendwo drin liegen? Ah ne, die Tür existierte ja schon. Das wird unsere Gartentür. So. Bedeutet, wir haben jetzt ein Bett, wir haben jetzt in der Zukunft Essensvorräte, die auch gut gedeihen, wie es ausschaut. Schaut doch alles sehr gut aus, würde ich sagen, oder? Wir haben in der letzten Folge hier unser Kottenfeld fertig gemacht, können wir da schon wieder ernten. Schaut auch gut aus, ne? Ich tue jetzt einmal hier schnell noch durchernten. Wir haben eigentlich in den 2 Folgen jetzt richtigen Fortschritt gemacht. Wir haben jetzt Wolle dann. Mit Wolle können wir auch wieder was anfangen, ne?
Ich will auch mal einmal wieder sortieren hier das Lager. Ach, alles ein bisschen verwirrt jetzt, ne? So. So. Jetzt schaut es wenigstens noch etwas aus. So. Wir müssen jetzt bloß mal das Platzproblem lösen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.